Jawohl, es ist mal wieder soweit. Passend zu den bevorstehenden Olympischen Winterspielen 2014 im russischen Sochi schicken Sega und Nintendo ihre Helden Mario und Sonic mitsamt ihren Freunden einmal mehr in kunterbunte Wettkämpfe, um herauszufinden, wer der talentierteste Wintersportler in der Videospielwelt ist. Mit dabei sind natürlich zahlreiche abgedrehte Disziplinen und viele bekannte Helden. Was die Wii U-Version des Winterspektakels aber noch so auf dem Kasten hat, zeigen wir euch im folgenden Videotest. Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist für Solisten der legendäre Showdown-Modus. Hier arbeiten alle 20 Helden des Spiels in je 5 Teams zusammen, um nach und nach verschiedene Disziplinen abzuarbeiten und sich dabei ihren bösen Gegenparts zu stellen. Für Umfang ist also hier durchaus gesorgt. Am Gameplay haben die Entwickler nicht viel verändert. In 25 Disziplinen kämpft ihr in den unterschiedlichsten Sportarten im Schnee oder auf dem Eis um das begehrte Edelmetall. Gesteuert wird das Ganze dabei zumeist mit der Wii Remote Plus, die aber nicht immer vollends überzeugen kann und häufig ein präzises Spielgefühl vermissen lässt. Viel zu selten wird in dem Spiel Gebrauch vom neuen Gamepad gemacht, geschweige denn überhaupt einmal versucht, selbiges innovativ in das Gameplay einzubeziehen. Meist dürft ihr den innovativen Wii U-Controller nur wie ein Lenkrad hin und her bewegen oder wie beim Curling kleinere Strategien auf den Touchscreen zeichnen. Auch in Sachen Spielmodi will der Titel keine wirklichen Risiken eingehen. In den Einzeldisziplinen könnt ihr einzelne Sportarten frei anwählen oder im Medley direkt am Stück zocken, um möglichst viele Punkte innerhalb des Turniers zu ergattern und somit sich den Gesamtsieg zu sichern. Erster! Immerhin sind die Traumdisziplinen dafür umso abgedrehter. Im Winterwettrennen der Champions wechselt ihr beispielsweise während der Disziplin sogar mehrfach euer Fortbewegungsmittel, was für viel Spielspaß und Abwechslung sorgt. Aber auch die normalen Disziplinen sind zum Großteil bis auf das Steuerungsmanko gut umgesetzt worden. Besonders gut gefallen hat uns dabei das Biathlon. Hier müsst ihr wie im echten Sport zum einen Ausdauer auf der Strecke, zum anderen aber auch ein ruhiges Händchen am Schießstand beweisen. Auch die Bedienung ist hier zur Abwechslung echt gut umgesetzt worden. Die Skifahrt lenkt ihr mittels Wii Remote und leichten Handgelenksbewegungen, während ihr am Schießstand dann zum Gamepad greift und die Zielscheiben unter Beschuss nehmt. Wie aus den Vorgängern bekannt, macht der Titel im Mehrspielermodus natürlich am meisten Spaß. Diesmal gibt es sogar die Möglichkeit, online gegen andere Spieler anzutreten, leider stehen aber nur 4 Disziplinen zur Auswahl. Warum das Spiel hier so beschränkt wurde, ist uns ehrlich gesagt unerklärlich. Dafür gibt es aber im lokalen Mehrspielermodus eine weitere Neuheit. Diese nennt sich Geschick und Grips und ist ein von Mario Party inspirierter kurzweiliger Partymodus. Hier werden bekannte Sportarten leicht abgeändert gespielt. So müsst ihr beispielsweise während einer Skiabfahrt einen Charakter auf einem Bild erkennen, euch Charaktere am Wegesrand merken oder einfach Puzzle richtig zusammenfügen, indem ihr durch die entsprechenden Tore auf der Piste saust. Leider sind einige Minispiele hier nur wenige Sekunden kurz und durch die monotonen Dialoge der Moderatoren kommt hier kaum Spielspaß auf. Allein ist Geschick und Grips somit kaum empfehlenswert und nur in geselliger Runde wirklich spaßig. Grund für Kritik gibt es auch bei der Präsentation. Natürlich sehen die Charaktere niedlich aus und auch die Schauplätze sind abwechslungsreich, aber müssen solch mittelmäßige Animationen und verwaschene Texturen in einem Spiel, wo Mario und Sonic draufstehen, wirklich sein? Wir denken nicht. Und von dem Papppublikum wollen wir gar nicht erst anfangen. In Sachen Sound erwarten euch bekannte Melodien und ein recht nerviger Kommentator, der leider nicht viel mehr als nichtsaussagende Einzeiler herausbringt. Da wäre durchaus mehr möglich gewesen. Nichtsdestotrotz ist Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi ein solides Partyspiel geworden, welches aber auch viel Potenzial ungenutzt lässt. Der Titel fühlt sich fast so an, als wäre er für die Wii geplant und nur schnell auf die Wii U umgesetzt worden. Vor allem in Sachen Steuerung, Präsentation und Umfang wäre auf einer HD-Konsole sicherlich deutlich mehr möglich gewesen.
Somit erhält Mario & Sonic 2014 eine solide Wertung mit 7 von 10 Punkten. Für Fans der Reihe und Schneehasen ist das Spiel sicherlich einen Blick wert. Alle anderen haben auf der Wii U mit Wii Party U und Nintendo Land wohl bessere Alternativen zur Auswahl. Den kompletten Testbericht zum Spiel findet ihr zum Nachlesen wie immer auf gamesgeneration.de.